Na, kennst du das auch? Da sagst du was ganz Normales und dein Gegenüber flippt sofort total aus und rastet aus und ist voll jähzornig. Ja, das kann passieren. Und da kann man aber was dran machen. Und das Video ist jetzt für dich, wenn du jemanden kennst, der jähzornig ist. Wichtig ist, dass du während des Videos dann an denjenigen denkst, also deine Intention da reinlegst. Oder wenn es dir halt auch ab und zu mal passiert, wenn du denkst, ich kann aber auch mal jähzornig sein, ja, ja, ist halt so, mein Gott, jeder hat halt so seine kleinen Herausforderungen, dann wirkt das auch ganz besonders gut bei dir. Das ist der Sinn des heutigen Videos und wir gemeinsam kommen, grüßen erstmal dich und dann unsere liebe Annelie nach Baden-Baden. Annelie. Hallo liebe Zuschauer, hallo lieber Andreas, freut mich, dass ich heute für euch channeln darf. Ja, ich bin schon gespannt. Jähzorn ist ja wirklich ein heikles Thema, was die geistige Welt jetzt dazu sagt, wie man da das dann auch machen kann und vor allen Dingen, wo sind denn dann die Ursachen im System? Das ist ja auch viel interessanter. Was dürfen wir auflösen, sodass wir dann etwas, ja, gechillter werden, um mal dieses moderne Wort zu nutzen oder auch cooler? Ja, ich bin sehr gespannt. Die Wesen von Antares werden heute sprechen, sie sind schon da. Und wir werden heute in die Kristall-Tempel gehen von Atlantis. Also, um dich gut vorzubereiten auf das nächste Channeling, setz dich einfach hin oder leg dich hin, wie du dich wohlfühlst. Schließe deine Augen, dass du in so einem leichten Alpha-Zustand bist und wir starten. Und du gehst mit deiner Aufmerksamkeit in deine Füße. Und wir bitten darum, dass du über deine Füße mit ganz, ganz tiefen Lichtwurzeln dich anbinden kannst ans Energiefeld von Mutter Erde. Und wir öffnen jetzt deine Erdchakren nach unten, dass du dich noch besser verbinden kannst mit dem Energiefeld von Gaia. Und um dich herum baut sich eine Art Lichtkokon auf, um deinen physischen Körper zu schützen. Es öffnet sich jetzt dein Kronenchakra, ganz oben am Kopf, und du wirst angebunden über die Lichtchakren nach oben an die Schöpfung und die Quelle selbst. Du gehst mit deiner Aufmerksamkeit jetzt wieder in dein Herz, dein reines Herz, und du bittest mit dieser reinen Absicht, dass dir oder dem Menschen, den du liebst, geholfen wird, diese Jähzornigkeit zu transformieren, zu heilen in diesem Leben. Und es halten Einzug die Frequenzen und die Wesen von Antares. Du siehst ganz, ganz große Lichtwesen, mehrere Meter große Lichtwesen. Eine ganz sanfte Energie breitet sich aus in dem Raum. Diese großen Lichtwesen treten in eine Art Kreis um dich herum. Sie beginnen jetzt, dein Energiefeld zu reinigen. Die Informationen, die sie übermitteln, sind, dass hauptsächlich dein Emotionalkörper eine absolute Überreizung erlebt hat. Sie sprechen davon, dass viele von euch so hochschwingend, so fein sind, auch so hochsensibel auf diese Welt gekommen sind in allen Zeiten. Und dieser raue Ton auf Erden ist etwas, das sie sehr stark, schwierig schwingen lässt. Der größte Teil des Ausrastens liegt in deiner Kindheit, in Momenten und Zeiten, in denen du Gewalt erlebt hast, physische Gewalt oder emotionale Gewalt und große Ungerechtigkeit. Jedes Mal, wenn also jemand in seinem Jähzorn explodiert, ist es, als ob eine Verbindung geschaffen wird zu einer riesengroßen Wunde in deiner Vergangenheit, die noch nicht geheilt wurde. Es sind quasi Trigger deines Schmerzkörpers. Dein Emotionalkörper, ein großer Teil in deiner Aura, ist angebunden an den Schmerzkörper.
Und dieser Schmerzkörper hat alles gespeichert, das dich einst in diesem Leben oder in anderen Leben verletzt hat, die Abkehr der Liebe. Es ist dann, als ob etwas in dir explodiert, denn in den Momenten hast du geschwiegen, hast dich unterworfen, hast dich dazu entschieden, dass du jetzt keine Wahl hast und aufgibst. Doch als erwachsener Mensch oder auch als Kind ist es manchmal so, dass du diese Leitungen nicht mehr komplett nach unten drücken kannst. Dein Schmerzkörper ist angefüllt bis nach oben, du hast keine Ausgleichsmöglichkeit mehr und dann explodierst du. Es ist so eine große Wut, eine nicht mehr mögliche Welle. Alle großen Meister, Buddha, Jesus, Mohammed, haben davon gesprochen, dass es wichtig ist, dass ihr lernt auf Erden, euren emotionalen Körper zu kontrollieren. Denn über die Emotionen erschafft ihr euch oft negatives Karma. Jedes Mal, wenn du ausrastest und dann selbst wieder Unliebe produzierst, du warst einmal Opfer, du wirst wieder zum Täter, passiert eine Kaskade des Karmas. Und schon wieder bist du daran oder musst du immer wieder dieses Karma lösen, auflösen, neue Liebe kreieren, ins Verzeihen gehen, dir selbst und dem Gegenüber um Verzeihung bitten. Deswegen ist es so unendlich wichtig, dass ihr den Emotionalkörper kontrolliert, denn über die Frequenzen der Trauer oder der Wut kreiert und manifestiert ihr auf Erden immer wieder neue Möglichkeiten, neue Räume. Eine gute Form des Ausrastens ist die Frequenz und Kraft der Wut. Wenn du sie positiv lernst zu kanalisieren, in Kraft, in Dynamik umzusetzen, die Wut, kannst du unglaublich schöne Dinge in dein Leben viel schneller ziehen, denn über die Frequenz der Kraft vermag dein System schneller zu manifestieren. Doch für dich selbst oder für denjenigen, der immer wieder ausrastet, ist das eine große Belastung. Denn in dem Moment wird eine Art Schlag in dein System vollzogen und du musst diese Energie dann selbst wieder ausgleichen. Wir möchten nun beginnen, deinen Emotionalkörper und deinen Schmerzkörper auszugleichen und zu reinigen. Es fließt ein göttliches Licht in dein Energiefeld, in dein physisches Sein, in deinen Emotionalkörper und in deinen Schmerzkörper. Wir beginnen, Aspekte deines Seins mit nach oben zu nehmen in die inneren Kindtempel, um all die Momente zu korrigieren, in denen du Unrecht erlebt hast, in diesem Leben oder in anderen. Bist du ein Kind und rastest immer aus? Hast du schon unendlich viel Leid in dieses Leben mitgebracht, aus anderen Zeiten und Räumen? Bist du ein Erwachsener, der immer wieder ausrastet? Hat man dich unendlich tief traumatisiert? Wir beginnen nun zusätzlich Energie einfließen zu lassen in deinen Seelenkern, in dein Seelenparadies. Alle Abkehr der Liebe, alle leidvollen Erfahrungen haben dazu geführt, dass du wie ein unterdrückter Vulkan bist, der irgendwann nicht mehr kann. Es sind zu viele Energien eingeflossen in deinen Emotionalkörper und deinen Schmerzkörper, dass du irgendwann komplett explodierst. Und so sprechen wir mit deinem Herzen. Ankuna katai, tutanalai, ankana ashkt, sunayata, antalei, tana, tana tanatei, sunayakatai, ankushtai, sunakatai. Sunakatai, Sunakatai. Wir beginnen, dein Herz zu heilen. Denn wonach sich dein Energiefeld
und dein Herz eigentlich sehnt, ist die Frequenz der Liebe. Wir verbinden dich wieder mit deinem inneren Kind, sodass du all das Leid auflösen kannst, das man dir angetan hat. Akushtaitanatahei, Sunakatei, Anukutalei. Im Namen der Wesen von Antares bitte ich und bittest du innerlich mit einem Ja, mögen sie all die Aspekte in ihre Frequenzfelder nehmen und sie für dich heilen und alle Ebenen ausgleichen, in denen du Dunkelheit erlebt hast. Ankutaitanatei, Sunakatei, Ayai. Und wir ziehen jetzt die Frequenzen in ihre Lichtsäulen und reinigen sie, deinen Emotionalkörper und deinen Schmerzkörper. Aikutaitanatei, Sunakatei, Akashasutei. Es fließt ein göttliches Licht. Und wir ziehen jetzt alle dunklen Energien aus deinem Schmerzkörper in allen Zeiten, Räumen, Dimensionen, Zwischendimensionen, Realitäten, Parallelwelten auf allen Ebenen des Seins, Schmerzkörper korrigieren. Und wir ziehen jetzt alle dunkle Energie aus deinem Emotionalkörper in allen Zeiten, Räumen, Dimensionen, Zwischendimensionen, Realitäten, Parallelwelten auf allen Ebenen des Seins. Ankutei Tanatei, Stunakutei Akashasutai. In der Zeit von Atlantis hat man begonnen, diese dunklen Energien und die Schmerzkörper erst zu kreieren, damit sie euch große Schwierigkeiten machen und euch daran hindern, in den Aufstiegsprozess zu gelangen. Denn all die liebevollen Frequenzen halten euch hochschwingend in der fünften Dimension. Alle Anteile von Leid, Opfersein, Wut, Mangel, all diese Ebenen, die der Emotionalkörper schafft, halten euch ab von Dingen, die ihr euch wünscht, um zu manifestieren und euch hochzuschwingen in die Frequenzen der Liebe. Wir beginnen jetzt, Aspekte deines Seins anzuheben und dich mitzunehmen in die hohen Kristalltempel, in die hohen Kristallhöhlen aus den Zeiten von Atlantis, die noch in den hohen Dimensionen existieren, in denen du dich jetzt aufhältst und gereinigt wirst. So öffnen sich die Portale zu den Kristallwelten, zu den Kristalltempeln. Wir treten ein in riesige Räume. Du siehst große Kristalle von der Decke von unten. Alles ist aufgeladen mit höchster, feinschwingender Energie. Und du läufst ganz sanft durch diese Kristalltempel, die Kristallstätte. Und wir bitten darum, dass jetzt deine ganzen Körper deines Lichtkörpers gereinigt werden. Dein Schmerzkörper und dein Emotionalkörper, dein physischer Körper, alle Frequenzen werden nun durchflutet von den hohen Kristallen aus der Zeit des heilen Atlantis. Reinigungsprogramm. Empfange.
Wir öffnen die Frequenz der Kristalle und es fließt ein göttliches Licht in dein Herz. Die Wesen von Antares begleiten dich ganz sanft wieder zurück in deinen physischen Körper. Alle Ebenen integrieren sich zurück. Body, Soul, Fusion. Dein Energiefeld wird gereinigt. Dein Lichtkörper wird gereinigt. Physische Zellebene, atomare und molekulare Zellebene werden gereinigt. Du lässt alles Leid, alle Wut, alles los. Alles integriert sich zurück in dein System. Sieh, wer du in Wahrheit bist. Ein unendlich schönes Lichtwesen. Voller Liebe, bereit, die Liebe in die Welt zu senden. Ankutana Tahei, Sunakutei. Du öffnest ganz langsam deine Augen, kommst zurück ins Hier und Jetzt. Es ist ganz interessant, weil ich finde, es ist so eine ganz, ganz zarte Schwingung. Ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt. Also es war so eine ganz sanfte, reinigende, klare Frequenz. Hast du das auch so wahrgenommen, Andreas? Ja, und daneben sogar noch einen sehr, sehr wichtigen Impuls, der mir gekommen ist. Und zwar, als du das gesagt hast, dass man diese Wut, die dann kommt, auch in etwas Positives lenken kann, da kam sofort der Impuls, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Das heißt, wenn man es dann schafft, diese Energie auf die positive Alternative zu lenken, machen wir mal ein ganz lustiges Beispiel. Du hast dir ein zweites Auto gekauft und hast gedacht, das repariere ich irgendwann. Ist jetzt mehr so eine Männergeschichte, vielleicht so ein Oldtimer oder sowas oder ein anderes Auto, wo du halt gesagt hast, das mache ich irgendwann mal. Jetzt kommst du raus aus dem Haus, da kommt ein LKW, bumm, fährt dein normales Auto vollkommen kaputt und du bist echt total jähzornig, wütend auf den Fahrer. Jetzt lenkst du die Energie darauf um, dass du jetzt dieses andere Auto reparierst. Klar, du musst erst mit dem Fahrer das alles klären. Da musst du aufpassen, dass du nicht noch mehr ausrastest. Ne? Ist schon klar. Aber wenn du jetzt diese Energie dann auf die Reparatur des zweiten Autos lenkst, nimm das Beispiel auch für irgendwas anderes. Das ist ja jetzt einfach nur ein Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel, versteht man. Dann kannst du dein zweites Auto mit einer Energie reparieren, wo du dich echt wunderst. Wow. Und dann kannst du das lernen, immer wieder. Ich kann das ändern. Wenn ich dieses kriege, wo ich eigentlich ausrasten würde, sofort überlegen, stopp, was ist die positive Alternative? Klappt nicht immer, weil ja, wenn man runterfällt in diese andere Energie, in dieses Reptiliengehirn, dann ist es schwierig, in dieses Positive zu kommen. Aber vielleicht kurz danach, dass du dann irgendwann merkst, ah, stopp, halt. Und dann lenkt das um. Gut. Also ist so ein Impuls, der halt eben kam bei dem Channeling, das fand ich sehr interessant. Und das ist ja letztendlich auch die Zukunft, dass wir lernen, wirklich auch zu vertrauen, wenn ich die Energie vom Negativen wegnehme und zum Positiven gehe oder einfach nur zur Alternative, zur besseren Alternative, dass wenn alle das machen, das Negative automatisch in sich zerfällt. Es ist dann weg. Dieses Vertrauen, das wird uns helfen, die neue Zukunft zu gestalten. Je mehr Menschen da mitmachen, desto besser. Übrigens, mitmachen ist eine gute Idee. Wenn du Lust hast, komm doch mit in die Mitgliedschaft bei Delfin TV. Da gibt es 4 Stufen und ich sage es jetzt erstmal nur für die 2. Stufe, den Rest kannst du dir da durchlesen. Auch auf meiner Webseite habe ich alles genau aufgeschrieben. Ab der 2. Stufe darfst du die Videos dann schon viel früher sehen, als sie dann veröffentlicht werden. Also, komm mal gucken, schau dir das mal an. Würde mich freuen, wenn du mit dabei bist. Dann möchte ich dir auch ganz herzlich für deine Spenden danken. Insbesondere möchte ich all denen danken, denen ich halt anders nicht danken kann. Bei PayPal kann ich ja antworten, aber bei Überweisung oder wenn mal ein kleines Briefchen bei mir ankommt, kann ich ja nichts machen. Steht ja meistens keine Adresse drauf und von daher ganz, ganz lieben herzlichen Dank, dass du mein Wirken hier mit Delfin TV so wunderbar unterstützt. Dankeschön. Genau, wenn du Lust hast zur Kommunikation, komm in meinen
Telegram-Kanal, da kannst du jeden Tag immer die Informationen kriegen, wenn ein neues Video rausgekommen ist. Das teile ich dann am Vormittag und in die Gruppe, wenn du möchtest, kann man da dann auch entsprechend mal was schreiben und Fragen stellen oder kommunizieren. Und in dem Sinne bedanken wir uns jetzt recht herzlich bei Annelie nach Baden-Baden. Danke, Annelie, dass wir das heute machen konnten, dieses wunderbare und wichtige Thema. Und Annelie aus Baden-Baden, ich hier aus dem Norden, senden dir wieder von ganzem Herzen alles Liebe.